Mindestens bedeuten die Schüsse, dass er noch lebt. Fürs Erste. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4 A Thief's End. Zum Kapitel 20 Kein Entkommen. Ja, in der letzten Folge sind wir gerade so, sag ich mal, durch die Höhle durchgekommen und ich befürchte... Ja, sieht ganz danach aus. Dass wir jetzt noch einiges vor uns haben, weil wir nämlich, denke ich, dem Ziel immer näher kommen, unserem Bruder zu helfen und damit dann wahrscheinlich auch einer richtigen Armee entgegenzustellen. Moment. Können wir da hinten irgendwas machen? Nee, das bringt uns nichts. Okay. Ja, du sollst immer noch X drücken. Wow. Das ist ja schon fast ein Schiffsfriedhof hier. Och, das ist ein Schiffsfriedhof. Das ist ein Schiffsfriedhof. Ja, sag ich doch. Das ist heftig. Vielleicht kommen wir hier runter. Ja, sieht sicher aus. So sicher wie alles auf dieser Insel. Ne? Nee, mach dich mal ein bisschen länger. So. Aua! Ich wollte doch nur einmal noch Schwung holen, damit ich hier sicher oben drauf bin. Es wäre jetzt schön, wenn du mir jetzt auch aus dem Weg gehen würdest. Hallo. Genau. Hey, wir kommen Ihnen näher. Oh ja. Wie geht da so hin? Müssen wir da rum? Nee, ne? Ich wollte gerade sagen. Geht doch mal aus dem Weg, Mann. Ich kann mich hier null bewegen, wenn die da im Weg steht. Ja. Komm, wir springen doch einfach daran. Was ist so schwer daran? Einfach daran springen. Ich weiß nicht, warum der jetzt hier hockt. Keine Ahnung. Oh, endlich. Also manchmal ist es echt seltsam. Mit der Steuerung. Oh, Mist. Ah, natürlich. Das ist Sam. Oh ja, ich wollte gerade sagen. Komm. Hallo, ich will schießen. Ist irgendwie zum Strand. Nein. Ja, ich weiß. Falsche Richtung. Los, nicht mal den Scharfschützen anvisieren. Das ist aber auch ein komisches System. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, war es das? Also für jetzt gerade. Oh. Ach so, ich dachte schon, oder? Echt jetzt? Verflucht. Wenn ich da aber auch nicht anvisieren kann. Hä? Da war doch gar keiner. Oh fuck, oh fuck.
ich hasse diese Typen. Ich hasse diese Typen. Komm dahin, wo ich dich sehen kann. Hallo. Je größer sie sind, desto schwerer sind sie auszuschalten. Willst du mal wegen Munition gucken? Was ist denn da hinten? Okay, das ist schlecht. Geh doch mal weiter. Das ist, glaube ich... Ja, das ist etwas besser. Ja, ich komm doch. Ich bin ein alter Mann. Hat was geblinkt? Warum geht der hier unter? Hallo? Nein, nein, geh wieder zurück. Du steckst in der Scheiße. Das ist richtig. Noch einer? Nein, nein, nein! Na, ziel bloß nicht auf den da oben. Das ist so einer. Oh. Du schaffst ihn. Bist du okay? Ja. Einigermaßen. Finden wir deinen Bruder. Ja. Da haben wir noch Munition, das ist gut. Da haben wir auch Munition. Okay, sehr gut. Hier. Hey, hier können wir durch. Könnte Sam sein. Er ist dort entlang. Tja, da ist die Antwort. Lass meine Frau in Ruhe, du Pfeifenkopf. Nicht zu stoppen. Yay. Eine Errungenschaft. Oh. Nein, nicht jetzt nachladen. Warum haben die nie Munition, sondern immer nur diese Kackdinger dabei? Da. Munition. Na, wenigstens etwas. Okay. Kann man auch keine Headshots machen, das ist das Problem. Oh, komm.
Hey, hier oben! Ja, Moment. Ich muss mal eben Munition holen. Mann, tut das gut, dich zu sehen. Wo bist du denn? Ja. Was hältst du davon, von diesem Strand zu verschwinden, hä? Ich bin dafür. Nach da oben. Hast du mein Feuerzeug? Ja. Oh. Scheiße, hier sind wir leichte Beute. Wir müssen diese Panzerfaust ausschalten. Welche Panzerfaust? Da finden wir Deckung. Oh, fick dich. Boah, wie sieht bloß den Typen da oben, Mann? Der Raketenmann ist erledigt. Jetzt gehen die wieder in Deckung. Böses Holz, ganz böses Holz. Da versteckt sich doch einer. Na komm. Richter. Was soll ich wem ausrichten? Da drüben von dem anderen Schiff. Von dem Deck da unten. Ich bin dran. Hä? Wo sind die jetzt hingelaufen? Oh. Anscheinend in Sicherheit. Komm raus! Oh, fuck! Okay. Die Frage ist, will ich jetzt so darüber kommen? Nein! Was macht ihr denn? Nein, 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 nein! Nein, genau! Wieso rennt der daneben? Das ist so selten dämlich, wie der da über die Dinger drüber rennt. Jetzt muss ich hier nochmal kaputt machen, oder was? So kommen wir da rüber! Was ist mit dem Typen hier unten? Oh. Lad immer genau in dem Moment nach, wenn ich schießen will. Kein Thema. Ich bin gleich hinter euch, Leute. Ja, super. Oh, wow. Verdammt. Unsere Freunde sind zurück. Huch dir die Dreckskerle weg. Oh, setz dich bloß nicht dahinter. Du könntest ja Deckung kriegen. Wieder so einer. Ja, da habt ihr es. So, ich muss was Munition sparen. Das macht ihr gut. Hier drüben, mir nach. Na los! Nein, ich habe aus Versehen Raketenwerfer mitgenommen. Danke! Na los! Lauf! Warum immer ich? Genau, du musst da raus. Aber wie?
Oh, oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Hier ist es ganz dunkel. Moment. Oh, ich schätze, wir sterben jetzt heute nochmal. Jetzt. Oh. Oh, Luft, oh, Luft, oh, Luft. Da ist so viel Platz. Wieso holst du keine Luft, du Vollpfosten? Schlimmste Holzfass aller Zeiten. Ich muss hier raus. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Bei solchen Sachen unter Wasser bin ich nie gut. Hier ist auch zu. Komm, schwimmen. Los, schneller. Weiter, 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 weiter. Schneller, schneller, schneller. Oh, dein Ernst? Ich weiß. Wo sind die anderen? Na, großes. Oh Mann, wie viele von diesen Trucks hast du dabei, Ray? Dieser Shoreline-Söldner hatte doch eine Panzerfaust. Ja, ich brauche eine Panzerfaust. Oh. Das Einzige, was ich nie gerne nehme. Vielleicht bist du schrott. Okay, ich brauche noch eine. Oh, fick mich, echt. Auf geht's. Dann spring auf! Echt jetzt? Okay, ich denk nach. Wie soll ich nachdenken, wenn ich nicht sehe? Ja, geil. Super! Dann bleibt der mittendrin stehen im Laufen? Hallo, lauf! Wieso läuft der nicht? Ja, geh doch einfach spazieren, ist kein Thema. Hä? Also ich muss jetzt mal ganz kurz in den Tastenbelegungen gucken. Springen ist klar. Das Problem ist, wir können nicht sprinten. Das, also der läuft überhaupt nicht im Moment. Ausweichen und alles, das ist alles okay. Und hier steht auch nichts drin, wie man sprintet. Ja, toll. Ja, super. Und wie soll ich jetzt da vorbeikommen? Wenn ich überhaupt nichts machen kann, also nicht schnell laufen kann. Das ist ja mal richtig geil.
hat eine Treppe. Ich muss den verdammten Schrank loswerden. Ja, das ist gut. Ich verstecke mich. Hier bin ich bestimmt. Ich verstecke mich vor ihm, genau. Ich gehe einfach nicht auf. Nee. Ja, und weil er nicht läuft, kann ich nicht springen. Das ist zum Kotzen, ganz ehrlich. Aufhören, aufhören. Lauf auf! Ey, es ist Wahnsinn, wenn er nicht läuft, ne? Ja, bleib mal wieder stehen. Kein Thema. Müssen wir vielleicht links rum? Nichts machen, ne? Ja, jetzt hänge ich auch noch an der Ecke fest. Ja, genau. Heilige Sally! Wie läuft's auch nicht? Wirf mir die Panzerfaust rüber und verschwinde von hier! Alles klar. Okay, die Spielchen sind vorbei. Mach die Scheißkerle fertig! Gott und die Freiheit, Arschloch! Als Gedanke klang das besser. Gut gemacht, Junge! Ja, danke für die Hilfe. Kannst du mich auch hochholen? Komm hier rüber, ich hol dich da raus! Ha, bitte! Schön, dich zu sehen. Ja, gerade noch rechtzeitig. Naja, ich hatte sowieso nichts Besseres zu tun. Ja, nein, wir müssen noch Sam und Elena finden. Hey! Hey! Bist du okay? Ja. Wir haben die Explosion gehört, wir dachten... Ja, das war der Kerl. Du hast ihm wieder den Arsch gerettet? Natürlich. Wie geht's dir? Gut, gut. Ein paar Mal war's knapp, aber... Er hat's rausgerissen. Hey. Hey. Oh, schick. Oh. Eine Kugel hat mich gestreift. Ja. Du? Eine Klippe hat mich gestreift. Und Rafe? Er hat seine Leute direkt in eine von Averys Fallen geführt. Schlau. Hey, hör mal. Wegen dieser Alcazar-Geschichte. Wir reden später darüber, ja? Wo lang? Zum Strand, anderer Seite der Stadt. Okay. Gut, ich hoffe, der Krawall hat keine schlafenden Hunde gefressen. Ich weiß. Whoa, 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 whoa. Sorry. Was haben wir vor? Was glaubst du? Wir hauen so schnell wie möglich ab. Klar, das könnten wir tun. Oder wir gehen in diese Richtung. Ist eine Abkürzung. Abkürzung wohin? Zu Averys Schatz. Oh, wow. Immerhin muss Rafe ganz außen rumlaufen, aber wir könnten... Hey, scheiß auf Rafe. Hey, Victor, bei allem Respekt, vielleicht... Du weißt einfach nicht, wann Schloss ist. Wir sind alle aus demselben Grund hier. Stimmt's? Stimmt's? Wir sind nicht wegen deines Schatzes gekommen. Wir sind deinetwegen gekommen. Und dafür bin ich euch dankbar. Ehrlich. Aber es läuft doch. Und wir liegen in Führung. Im Moment. Wir schaffen das. Nathan, komm. Sieh dich um. Okay. Avery hat jedes Schiff auf dieser Insel versenkt. Und wieso?
Weil er besessen davon war, seinen Schatz zu behalten. Ganz genau. Egal, was es die anderen um ihn herum kostete. Weil er nicht wollte, dass ihm jemand folgt. Weil er abhauen wollte. Sieh dir das an. Okay, das ist seine Karte der Insel. Okay? Das ist sein Schiff, direkt da, unter diesem Berg. Genau da liegt unser Schatz. Und genau dorthin ist Rafe gerade unterwegs, während wir hier rumstehen und uns zanken wie Kinder. Was, wenn er die Insel schon verlassen hatte und sein Schiff mitten im Ozean gesunken ist? Dann finden wir heraus, wo es gesunken ist. Oh, Mann. Wie lange jagen wir diesen Traum schon, hä? Du und ich. Nichts gegen die beiden, aber die verstehen's nicht. Doch, Sam, tun sie. Tun sie wirklich. Okay. Glaub mir, sie haben diese Art von Besessenheit schon erlebt. Sam. Wir sind nicht mehr diese Jungs. Nicht mehr. Und wir müssen nichts mehr beweisen. Wo ist das Flugzeug? Gleich da lang. Ja, aber ich würde sagen, da wir jetzt gerade doch ziemlich viel Action hinter uns gebracht haben und ich gerade etwas mit den Nerven am Ende bin, weil er einfach nicht laufen wollte, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.